Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch zu einem neuen Vlog von mir. Ich suche die Fernbedienung, damit ich den Fernseher ausmachen kann. Ich habe NTV laufen. Heute ist der 19.12. Samstag. Und gestern haben die bekannt gegeben, dass Österreich auch in Lockdown geht. Wieder mal. Ja, Smurfy, komm. Komm rein jetzt. Er ist im Wintergarten, er schrömmelt ein bisschen. Ich zeige euch mal das Wohnzimmer. wie es aussieht. Es ist chaotisch. Wir haben auf dem Sofa geschlafen. Ich habe jetzt die Bettdecken abgemacht, alles. Und hier die Bezüge, das muss alles gewaschen werden. Ich saug das Sofa jetzt ab. Die ganzen Hundehaare entfernen. Smurfy, komm rein. Komm jetzt. Bernd und Calvino sind unterwegs. Die sind arbeiten. wir haben ja, also der Laden ist ja zu wegen dem Lockdown, das wisst ihr. Und wir dürfen halt liefern. Und deswegen ist heute der Auslieferungstag. Und Calvino fährt dann immer mit und begleitet Bernd einfach. Ich habe euch gezeigt, dass ich einen Sauerteig angesetzt habe. Und den wollte ich euch mal zeigen. Ich hatte nämlich gerade hier schon alles hingestellt, weil ich den jetzt füttern muss. Aber ich wollte euch zeigen, wie der jetzt aussieht. Der hat jetzt 2 Tage geruht. Also der ist so ein bisschen angetrocknet, wie ihr seht. Aber schaut mal, wie der Blasen schon hat. Sehr gut und der riecht auch gut. Ja, das ist ja immer wichtig beim Sauerteig, dass der gut riecht. Und jetzt machen wir den mal eben hier die Fütterung, würde ich sagen. Wieder 100 ml warmes Wasser und 100 Gramm Roggenmehl. Ich habe jetzt hier Typ 1150. Und dann einfach verrühren. Und dann muss das bis morgen stehen bleiben. Jetzt war es halt 48 Stunden. Jetzt nochmal 24 Stunden stehen bei Zimmertemperatur. Und dann kriegt er morgen die doppelte Menge. 200 Gramm Mehl, 200 Gramm Wasser. Und dann kann ich ein Brot backen übermorgen. So, so sieht es jetzt aus. So zu raffen. Einfach, dass da kein Staub oder was weiß ich reinfällt. Mache ich das einfach so. So, bis morgen, lieber Sauerteig. Genau, dann kann ich wieder alles wegräumen und weitermachen. So, der Baum steht auch noch und Smurfy hat noch, ja, der versucht ab und zu den da unten zu schrömmeln, aber das geht. Und er hat noch nicht dran gepinkelt. So, und jetzt saugen wir das Sofa ab, Smurfy. Are you ready? Du saug? Ja? So, es ist vollbracht. Das muss ich nachher halt nur noch beziehen. Und ich sag euch, warum wir auf dem Sofa geschlafen haben. Das da hinten ist meine Ecke, weil ich kann im Bett kaum noch schlafen. Das wird irgendwie immer schlimmer. Also ich kriege halt keine Luft. Dann drückt das Baby irgendwie hier so auf die Rippen. Dann tun mir die Rippen total weh. Und dann möchte ich immer gerne sitzen. Sitzen geht es besser. Aber oben haben wir halt Bett und dann diese Ablage, also Kopfablage, aber die ist halt hart. Und hier ist es richtig schön gepolstert. Also es ist trotzdem doof, im Sitzen zu schlafen, aber es geht besser als unten, oben im Bett. Und deswegen haben wir gestern hier geschlafen. Und nachdem ich dann, boah, sorry, ich bin total aus Atem, nachdem ich dann endlich eingeschlafen bin, habe ich auch relativ gut geschlafen, bis um 4:30 oder so. Ja, es war ganz gut. Und heute bin ich so total motiviert. Ich also habe die letzten 2 Tage so rumgelungert. Ich habe zwar gevloggt, aber das habt ihr daran gesehen, dass ich nicht viel gemacht habe. Wenn die Vlogs relativ kurz sind, so 10 Minuten, dann habe ich nicht viel gemacht. Dann habe ich hauptsächlich gelegen, so faul. Und habe dann halt immer, wenn ich aufgestanden bin, irgendwas schnell gefilmt oder so, ne? Heute bin ich sehr motiviert. Ich habe das Sofa abgesaugt, Wäsche ist an, duschen war ich schon. Ich meine, duschen mache ich auch so zwischendurch, wenn ich faul bin. Aber dafür, dass wir erst 8 Uhr haben, bin ich heute super in der Zeit. Ich möchte heute unbedingt Spritzgebäck machen. Bernd und ich, wir haben seit Tagen Lust auf Spritzgebäck. Und ich mache direkt doppelte Menge mit dem Fleischwolf. Dann nehme ich euch mit, zeige euch das Rezept. Das habe ich euch auch schon mal abgefilmt. Wenn ich es finde, werde ich es hier oben irgendwo verlinken. Und
Ja, das ist ein veganes Rezept, das wollte ich noch dabei sagen. Ich zeige euch gleich mal das Ursprungsrezept und das habe ich halt veganisiert. Ich zeige es euch einfach gleich. Was mache ich noch heute? Keine Ahnung. Wir werden sehen, was der Tag so bringt. Also, daraus mache ich jetzt den Teig für Spritzgebäck. Hier ist das Rezept mit Ei halt noch. Und ich lasse das Ei einfach weg und anstatt Butter nehme ich hier einfach eine Pflanzenmargarine. Und anstatt das Ei mache ich pro Ei ungefähr 1,5 Esslöffel irgendeine Pflanzenmilch oder Drink. Milch darf man ja nicht sagen. Ja, und zusätzlich kommt auch noch ein Esslöffel Milch pro Rezept. Ich mache jetzt das doppelte Rezept, also mit einem Kilo Mehl, 500 Gramm Sonnenblumen, Margarine und halt alles das Doppelte, ne? Es schmeckt auch, wenn man Zitronenschale nimmt. Allerdings ist es intensiver, wenn man Zitronenaroma nimmt. Und deswegen nehme ich zwei Zitronenaroma. Die halbe Miete ist schon das Kneten, hat meine Oma früher immer gesagt. Also die hat immer ganz lange ihre Teige geknetet, egal ob Kuchen oder Kekse. Die sagt, umso leckerer wird das alles. Jetzt habe ich hier so eine Schüssel mit Deckel und das muss jetzt kalt gestellt werden. Mindestens ja, 2 Stunden würde ich sagen. Den kann man auch mal gut vergessen und ruhig über Nacht stehen lassen, den Teig. Oder abends halt vorbereiten. Ich habe jetzt das Glück, ich kann den in den Wintergarten stellen und muss nicht im Kühlschrank Platz schaffen. Und das mache ich jetzt mal. Ich wollte jetzt schon mal das Mittagessen vorbereiten. Heute gibt es einen Linsen-Kartoffel-Eintopf. Eigentlich braune Linsen, ich habe jetzt aber rote Linsen. Also ist so ein bisschen abgewandelt, das Rezept. Ich mache da noch Sojagranulat mit rein. Das steht im Rezept auch nicht drin. Ich habe das von Chefkoch, hier, Linsen-Kartoffel-Eintopf vegan, weil viele das immer interessiert. Ich habe auch einige Zuschauer, wo die Kinder vegetarisch oder vegan sind und die sind dann immer dankbar um Rezepte. Also Chefkoch, wenn ihr da was eingebt, da gibt es unheimlich viel. Und ja, daraus schnibbel ich jetzt mal unser Mittagessen in abgewandelter Form von dem Ursprungsrezept. So, wir haben, das Gemüse ist jetzt fast fertig. Bernd macht die Zwiebeln. Ich hasse Zwiebeln schneiden. Und Bernd liebt Zwiebeln schneiden. Ich mach das nichts. Da ist das restliche Gemüse. Und hier hat Bernd ganz viele verschiedene Mehlsorten mitgebracht, weil wir jetzt immer Brot, oder nicht immer, aber häufig selber backen, haben wir viele verschiedene Mehlsorten, brauchen wir dafür. Und ich habe ein Paket bekommen, da habe ich mich ganz besonders drauf gefreut. Jetzt zeige ich euch jetzt, was da drin ist. Das ist nämlich, weil ja heute, nicht heute, sondern weil dieses Jahr keine Weihnachtsmärkte stattfinden, haben wir schon viel selber gemacht, so gebrannte Mandeln und sowas alles. Aber eins, was wir immer gerne haben, das können wir nicht selber machen. Deswegen haben wir das bestellt. Kennt ihr die? Das sind so Anis-Lakritz-Bonbons. Und ich dachte, mehr nicht, ich dachte ein Kilo. Nein, halbes. Ja, die heißen Erdnuss-Bonbons. Deswegen habe ich erstmal nur 500 Gramm bestellt. Das sind die aber. Oh.
sind so lecker. Er hat da eben offen gemacht, dachte er sein kleines Spielzeug, aber nicht auf einer Öffnung. Ja. Die sind sogar angeblich handgemacht. Willst du die Würfel haben oder? Ist egal, wie es passt. Ja. Ich habe dann halt die, weil die Kachu Erdnussbonbons oder so heißen, habe ich die Zutatenliste gelesen, da ist drin halt Lakritzstreusel und Anisöl und deswegen war ich mir sicher. Sind wir mal schärfen. Ja. Stimmt. Ja. Dass das die richtigen sind. Ja. Gibt es bei Amazon, falls ihr auch Bock darauf habt. Wie viel die gekostet haben? 500 Gramm. 11 Euro. Ich verlinke euch die in der Infobox. Ja, auf dem Weihnachtsmarkt sind die teurer. Da sind 20 Euro drin, ne? Für 200 Gramm? Ja, 100 Gramm. Gibt es vielleicht auch verschiedene. Nein. Yay! Ich habe das jetzt alles zusammengeschmissen. Ich habe noch zweimal passierte Tomaten und ein bisschen Wasser reingemacht, denn die Linsen und dieses Sojagranulat, was ja ein Hackfleischersatz ist, die ziehen jetzt das Wasser richtig auf. Gewürze habe ich Paprika edelsüß, Majoran, weißer Pfeffer, Salz und Curry. Das ist aber nicht normales Curry, sondern wir nehmen mal das hier. Das ist so eine Curry-Gewürzzubereitung und da ist halt auch noch Senfkörner, Mutterkümmel, Koriander, Bockshornklee, Fenchel, Kurkuma und auch nochmal Salz und sowas alles drin. Cayennepfeffer, Zwiebel, Knoblauch. Und ja, wir holen die immer in der Metro. Und ja, das lassen wir jetzt mal kochen. So, Essen ist jetzt fertig. Unser Linsenkartoffeleintopf. Und wenn man möchte, vegetarisch, dann zeige ich euch, wie man das macht. Wie wir das machen. So, wir kommen da ein bisschen was rein. Ja, hatte ich ja auch für To-Do-Liste gemacht, jetzt für den Lockdown, dass wir das Kochbuch vielleicht mal zu Ende machen. So, und dann kommt da nochmal eine Kelle drüber. Und dann schmilzt der Käse richtig schön in der Mitte. Tada! So, fertig. Gerade alles vor für hier backen. Wie heißt Spritzgebäck? Und Ben ist nochmal mit dem Smurfy raus. Ich habe jetzt gerade so Wehen, aber so, dass ich die sogar veratmen muss zwischendurch. Also die ziehen richtig so von hier so runter. Ja. Eigentlich liegen wir die ganze Zeit auf dem Sofa und haben nochmal Walking Dead angefangen, die Serie. Die war eigentlich ganz gut, fand ich, bis das dann hinterher zu brutal wurde. Ich glaube so Staffel 7 oder so war das, wo da einer mit einem Baseballschläger rumlief. Und ich erspare euch die Details, aber da war dann für mich, da habe ich nicht mehr weitergeguckt. Bernd hat es noch zu Ende geguckt. Sterne magst du am liebsten? Die haben wir sonst immer gemacht. Nee. Was haben wir denn gemacht? Guckst du dir an, die Sterne. Warte, ich komm mal. Ja. Guck mal. Ja. Gut, dann machen wir die. Warte, dann mache ich hier ein bisschen anders. Durchgehen. Flowen. Wo wir ja jetzt mal so gebacken haben. Soll ich Pause machen oder kann ich durchgehen machen? Versuch, Smurfy runter. Runter! Ja.
Auf Dauer könnte ich das nicht so gesucht, ist hier effektiv. Du meinst, wenn wir 10 Kilo machen oder auch den ja, Teig hier? Ja, haben wir letztes Mal gemacht. Viel. Geht voll auf den Nacken. Der tut der Mama noch jünger. Neben dem Weihnachtsgeschäft und auch jedes Wochenende. Montag liegt ja auch nichts dran. So, wir haben jetzt 5 Bleche herausbekommen. Was stöhnst du so? Weil ich aufstehen musste. Musstest du nicht? Was leiser machen musstest? Bernd guckt Fußball. Also wir haben Teil mit Schokolade gemacht. Bernd mag die gerne mit Schokolade. Ich mag die gerne ohne Schokolade. Calvino wollte mit Streuseln. Dem Smurfy wäre es total egal. Hauptsache er bekommt sowieso welche. Alles gerne letzten. Genau. Und ein Blech ist jetzt noch hier am Auskühlen. Das ist auch ohne Schokolade. Also wisst ihr, aus einem Kilo Mehl und aus 500 Gramm Margarine bekommt ihr 5 Bleche, je nachdem, welches Design man sich natürlich aussucht. Was frühstücken? Grüßt schön. Ach, ich soll grüßen? Ja. Was hast du gemacht? Es ist schon ganz spät. Wie spät ist das? 8 Uhr oder so. Machen wir uns jetzt einen Night Snack. Ja, Smurfy möchte auch einen. Und wir schlafen heute wieder auf dem Sofa, weil das so schön war. Und morgen ist der 4. Advent. Und den verbringen wir, glaube ich, mal als Familie ohne Vloggen, oder? Ja, von mir. Machen wir. Ja gut. Ich wollte nur noch Tschüss sagen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.